Hallo, heute sind wir im Zoo Krefeld. Hier haben wir unser Vorschauhaus aus dem Zoo Krefeld. Das ist besonders geeignet für Leute, die mehr vom Zoo sehen wollen als einfach nur die Tiere, die auch was wissen wollen. Hier kann man auch Tiere auf die Hand nehmen, unsere Schnecken, unser Stab stecken. Man kann sich auch verschiedene Infohefte durchlesen. Mikroskopieren ist auch ein großer Teil. Es gibt viele Kinder, die müssen dann von den Eltern hier weggezerrt werden, weil die 45 Minuten lang unter dem Mikroskop sich Insekten oder kleine Spinnen oder irgendwelche Schlangen angucken. Also es ist ein bisschen interaktiver als einfach nur durch den Zoo laufen und sich Tiere angucken. Also hier kann man auch nochmal was Neues erleben. Das ist das Vorschauhaus. Und zwar haben wir hier ein paar Tiere, die nach Zeitschaltuhr aufstehen. Das sind hauptsächlich die bei uns aus den Tropen kommen. Da haben wir hier einmal die Stabschrecken, die wandelnden Blättern. Das war auch unser Max, unsere Bartagame. Die haben feste Aufstehzeiten, die stehen immer so um 9 Uhr auf. Dann haben wir hier die anderen Tiere, zum Beispiel die Mäuse und die Degus hier oben. Die muss man dann nachmachen, wenn es dann auch das Futter gibt. Genau. Als erste Aufgabe wird das alte Futter rausgenommen, zum Beispiel bei den Mäusen, damit das nicht anfängt zu schimmeln. Das ist gerade bei unseren Wüstenrennmäusen hier unten immer eine kleine Suchaufgabe, weil die sehr viel buddeln, das Kleinnagen dann unter ihrem Einstreu verstecken, sehr gerne. Dann kriegen sie auch schon direkt neues Futter. Einmal für Mäuse, einmal für Degus. Möhren. Chinakohl, Zucchini, Paprika. Das sind halt alles Nager, deswegen muss man aufpassen, dass das Futter nicht zu klein ist, dass sie da auch was zu kauen haben. Und Besonderheit bei den Degus ist, die können keinen Zucker abbauen. Deswegen dürfen die zum Beispiel die Karotte hier nicht kriegen. Davon können die auch Diabetes kriegen. Deswegen muss man bei denen besonders aufpassen, was die zu Futter kriegen. Bei den Degus haben wir zwei, das sind zwei Schwestern, das waren ehemals drei. Sind auch schon relativ alt für ihr. Ja. Und hier unten bei den Mäusen, das weiß ich gar nicht, also das schwankt bei denen sehr stark. Also die können alle paar Wochen, ich glaube 22 Tage sind es, neue Kinder kriegen und dann auch bis zu 12 Kinder auf einmal werfen. Von daher haben wir hier, ich glaube jetzt sind es noch 7 Stück oder sowas drin. Wir haben auch immer welche, die dann abgegeben werden, zum Beispiel Leute, die die privat zu Hause als Haustiere halten oder irgendwelche Kinder, die ein neues Haustier haben wollen. Und im äußersten Notfall machen die auch, das nennt sich dann ein Revierwechsel und werden dann verfüttert, aber das passiert eher selten. Dann müssen wir noch die Trinknäpfe neu machen. Die werden jeden Tag mit heißem Wasser einmal ausgespült, um die Bakterien abzutöten. Das wichtig auch zum Beispiel bei den Mäusen, vor allem bei den Mäusen, ist, dass das Wasser an der hohen Stelle steht, damit auch zum Beispiel Kleintiere oder die Babys, die sehr oft da drin sind, da nicht reinfallen und zum Beispiel ertrinken. Der letzte Schritt ist einmal das Badezimmer neu machen. Das ist Toilette, Dusche, für die ist das alles in einem.
hier bei den Degos ist das immer eher weniger. Die machen zwar auch ihre Geschäfte da drin, aber allgemein ist das nicht so viel. Also bei den Mäusen werden wir auch gleich sehen. Morgen. Bei den Mäusen werden wir auch gleich sehen, dass sie da auch gerne was zum Futtern mit reinnehmen auf ihre Toilette. Das wird viel voller sein. Jetzt hier von Einstreu über irgendwelche Pappröhren, die zerbissen haben, Salat und auch sehr viel Kot. Haben wir direkt hier nebenan unsere Kälte, die Vogelspinne, unsere kurze Vogelspinne, die wir haben. Und zwar kann sie zum Beispiel auf Kindergeburtstagen über die Hände von den Kindern laufen und viele Kinder sind am Anfang sehr ängstlich, sagen, eine Spinne, oftmals auch dann die Eltern, aber dann, wenn die das erste Mal so eine große, behaarte Spinne über ihre Hand haufen lassen, sehen sie dann wirklich, wie schön das Tier ist. Das macht ihnen dann auch Spaß und dann wollen sie halt nochmal und nochmal. Genau, und tatsächlich hat die auf den 100 Geburtstagen, auf die schon drauf war, noch nie jemanden gebissen. Und auch der Biss von der Vogelspinne an sich ist nicht wirklich gefährlich. Also ein normaler Wespenstich hat stärkeres Gift als hier unsere südamerikanische Vogelspinne. Bei der muss man eigentlich nur das Wasser dann austauschen. Genau, bereits wenn die Spinne einen Tag kein Wasser hat, dann kann das schon tödlich für die enden, weil sie dann austrocknen kann. Das geht bei denen leider sehr schnell. Bleiben wir direkt unten, haben wir hier unsere Achatschnecken. Wir haben einmal hier einen besonders großen Wassernapf, was gleichzeitig für die auch das Badezimmer ist. Oder die Badewanne mögen die besonders gern. Der Futternapf, der muss geleert werden. Salat essen die, Tomaten, noch eine Banane, Gurke und Apfel. Genau, sind quasi Abfallesser, das heißt, die essen so ziemlich alles, was wir auf den Normalkorb schmeißen würden. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und damit ihr kein Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.